Gute und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Ich bin der Typ mit dem Bart. Endgame-Freunde. In der letzten Folge habe ich es ja tatsächlich geschafft und habe Stufe 60 erreicht. Nochmal ganz, ganz vielen Dank für die ganz lieben Kommentare, die ich bekommen habe. Sorry, dass ich es noch nicht geschafft habe, darauf zu antworten, aber ich bin aktuell ein bisschen privat eingebunden, sodass ich gar nicht dazu komme, da auch immer zeitnah darauf zu antworten. Ich werde es aber nachholen. Aber gelesen habe ich sie eigentlich alle schon. Und einen Haufen Tipps. Ich muss mir das erstmal zurechtlegen. Was ich mir heute überlegt habe, ich bin aufgebrochen zur namenlosen Stadt, denn da soll es irgendwo ein Archivar oder irgendwie sowas in der Richtung geben, wo ich dann nachher das Teleportieren irgendwie lerne oder wie auch immer, oder der mir sagt, wie das Ganze funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wir werden aber trotzdem heute mal so ein bisschen die namenlose Stadt erkunden und ich bin schon mal losgeritten mit meinen Kollegen hier und Gaul. Und wo ich hier gelandet bin, das seht ihr nach einem kurzen Intro. So, wir schauen nämlich mal auf der Karte und ihr seht, ich bin hier oben. Ja, ich bin einfach hier durchgeritten. Da ist ja quasi, also hier hinten ist ja meine Butze und da bin ich einfach mal hier weiter geritten und bin hier durch diese Pampa gelaufen und habe gedacht, Mensch, hier oben ist ja ein prima Platz, um zu rasten. Und was sehe ich da oben? Da hinten, da ist so ein Drei-Sterne-Boss, also so ein Drei-Totenkopf-Boss, ein Riesenskorpion. Und irgendwie habe ich noch gar keine Lust, mich mit dem anzulegen, deswegen werden wir uns auch einfach hier mal verdünnisieren. Jetzt werde ich aber nochmal ganz kurz hier Bescheid geben, dass die Kollegen mir hier folgen sollen. So, den Gaul lassen wir einfach mal hier stehen. Den will ich nämlich nicht unbedingt verlieren. Nochmal ganz vielen Dank für den Hinweis, dass ich meinem Taman einfach seine Waffe geklaut habe und der in den letzten Kämpfen dann ja einfach da zu Fuß oder mit Hand und Fuß sich wehren musste. Das war nicht so ganz schlau von mir. So, dann gibt es noch so ein Ding. Ich habe ganz viel gelesen. Mensch, aktiviere mal den Dungeon Finder. Tatsächlich habe ich den nicht. Ich habe hier nur den Abenteurer und den Kartografen. Aber Dungeon, also hier in dem Reisedingen, keine Ahnung. Also irgendwie, entweder fehlt mir das noch oder ich muss erst was erreichen. Aber ich habe mir gedacht, ich mache mal hier den Abenteurer, weil den hat man ja mit Stufe 60 freigeschaltet. Ne? Wenn ich das so richtig habe. Und dann machen wir uns einfach mal auf den Weg. So. So würde ich sagen, machen wir das, ne? Also, wir marschieren mal los Richtung Stadt. Ich bin hier schon mal durchgeritten. Ich weiß, dass hier auch Gegner sind, die nicht so pralle sind. Soll uns jetzt aber erstmal nicht weiter stören. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo dieser Archivar ist. Ich würde sagen, der ist einfach da vorne irgendwo, wo die Gebäude sind, ne? So, hier muss man auch ein bisschen aufpassen, glaube ich. Weil hier könnte es vielleicht nochmal die eine oder andere Überraschung geben oder auch nicht. So, wenn ihr im Hintergrund wieder Geräusche hört, ich hatte es ja die letzten paar Mal schon erwähnt, das ist mein Hund. Der sitzt nämlich hier gerade vor meiner Zimmertür und ist seine Rinderkopfhaut am Knabbern. So, ich weiß nicht, was das für Kollegen sind hier drüben. Ob man die irgendwie anditschen sollte oder nicht. Warum schreit er wie Tarzan? Ach, das ist auch noch ein Boss. Guck mal an hier. Dann lerne gleich eine Zwiebel, dann ist hier... Ja, genau. Das meine ich nämlich. Genau, Hokey Pokey Mate. So, Getreue aufgestiegen. Ich bin gerade schon wieder beinahe krepiert. Nicht so geil. So, was hat denn der einstecken? Guck mal hier. Der hat ein paar schicke Schuhe. Ah, das nehmen wir doch mal alles mit. Herz eines Helden, Kristallwächter-Torso. Das nehmen wir alles mit. So, auch das. Alles mitnehmen. Keine Ahnung, wozu wir es gebrauchen können. Aber es macht erstmal Sinn. Reliquien, Runenstein. Mensch, das ist ja echt geil, was die Jungs dabei haben. So, können wir, glaube ich, noch ein paar
paar Essenzen ernten. So, man muss hier irgendwie auch treffen. Irgendwie will der nicht. Gut, dann ist das wieder buggy. Dann kackt der Hund drauf. Guck mal, da oben ist eine Kiste. Da wollen wir doch gerade mal hochklettern. Aha. Und es gibt Verderbnis. So, so. Also ich finde das aktuell gerade echt spannend. Sklavengrube. So, die anderen beiden sind nur Statisten oder wie habe ich das zu sehen? Ach guck mal, hier Stahlfeuer gibt's hier. Aha, aha. Stecken wir doch mal alles ein. Was ist mit euch los? Ihr wollt nicht oder könnt nicht oder traut euch nicht oder was ist hier los? Aha. Ach danke, jetzt greifen sie doch mal ein. Ist ja toll. So. Nehmen wir auch alles mit. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an dem Boden hier liegt. Was kann ich die irgendwie abbauen? Knochen. Ah, Knochen. Knochen, verdorbenes Fleisch. Ja. So, ich muss mal kurz Überblick bekommen. Ich glaube, ich möchte irgendwie hier runter, ne? Aber wie? Na, ich würde es mal hier versuchen. Okay, wir gehen mal wieder zurück. Oder gibt es hier eine Treppe runter? Nee. Und wir gehen mal hier rum. Und versuchen mal, hier runterzukommen. Ich könnte mal was essen, ne? Okay, muss man wohl irgendwie einen weiteren Bogen machen, ne? Sag mal. Sklavengruben. Sklavengruben, Sklavengruben. Okay, okay, okay. Ist ja spannend. Was ist er hier? Okay. Jetzt nicht so das Problem. So. Bin ich aber, glaube ich, ein bisschen Malle gelaufen hier, ne? Naja. Alchemistische Grundsubstanz nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen. Popolotus. Geht ab. So. Ja, da vorne ist ein Boss oder was ist das für einer? So. Pilze. Mhm.
Wenn ich jetzt wüsste, was das für einer ist, ne? Der sieht ja nicht so freundlich aus. So, lebensmäßig sieht das ganz gut aus. Wie ist es bei euch, Jungs? Ich weiß gar nicht, ob ich euch irgendwie opfern möchte. Stufe 15, Stufe 11. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Namenlose Stadt, Mensch. Wir gehen mal da drüben ins Verderbnis. Wir gehen einfach mal da rein. Leute, ich weiß nicht, ob ich den da oben irgendwie anquatschen soll. Ich glaube, der ist irgendwie nicht so töfte. So. So, hier gibt's Verderbnis. So. Das ist dicke, fette Schlange. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hier bin, ne? Ist, glaube ich, auch nicht so geil. So, also ich laufe hier wieder völlig unvorbereitet rum, ne? Münzen, Silbermünzen, nice. Ich habe so das Gefühl, dass das Ding da wehtut. Ich habe echt das Gefühl, das könnte ein dickes Problem geben. Ja, ja, ja. Genau. Porky, Porky, mate. You've got no chance. Aber ich glaube, kriegen wir hin. Stirb doch! Geht doch! So, was haben wir hier? Sternmetallbarren, Lanzenkern, gehärtete Stahlspeer, alles mitnehmen. So. Und ein Dietrich gab's. Dämonenblut, Schlangengiftdrüse. Wenn es ein Dietrich gibt, gibt es da irgendwo eine Kiste. So, wir hauen uns jetzt erstmal einen Trank hier rein. Ich muss doch unbedingt mal so Gift, Antidot irgendwie sowas herstellen, ne? So, wo ist jetzt hier eine Kiste? Hallo, Kiste? Hallo, Kiste? Ist hier drin überhaupt eine? Habe ich nicht noch eine Fackel? Wow. Noch für ganze 7 Sekunden. Okay, warte mal, da fällt mir doch gerade ein. Nee, nicht den hier, den hier. Ich dachte, ne, wieso geht der nicht? So. Taschenlampe. So ist es, glaube ich, geiler. Genau.
Da ist noch eine Kiste. Aha, schwerer Minzbeutel. Nehmen wir alles mit. Da ist auch noch eine Kiste. Goldstaub, Silberstaub. Aha, aha, aha. Da ist noch eine Kiste. Wow, nicht schlecht. Hier ist auch noch eine Kiste. Ja. Yeah. Okay, mir fehlt jetzt aber noch die Kiste, die hier drin gewesen wäre. So. Was haben wir denn in diesen Münzsäcken drin? Das will ich mal wissen hier. Ah, Silbermünzen gab es. 93 Stück. So. ...157 Silbermünzen. Das ist ja mal richtig nice. So. Was haben wir noch, was wir irgendwie mal wegschmeißen können? Stahlverstärkung fort. Ledermaushaut, Wolfsfell. Komm, das darfst du noch einstecken. Genau. Ah, der Taman, der hat schon ein bisschen gelitten, ne? Der hat böse Schelle kassiert. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht. Kann ich den Kollegen angreifen? Ja, nein. Mann. Das ist mir noch nicht ganz klar. Wo geht's denn hier oben lang? Oh ja, genau. Genau, genau. Feuerpulver. Das hört schon gut an. Aber noch einer? So, der hat einen Abflug gemacht. Was haben wir hier noch? Silberstaub, Bovist, nehmen wir alles mit. Und jetzt bin ich überladen. So, wer hat noch nichts einstecken? Du hast schon. Du noch nicht. So, was kriegt der denn mal mit aufs Auge gedrückt? Du kriegst das hier. Und das hier. So, warte mal, ich kann das doch nach Gewicht absteigend. Dämonenblut. Aha. Hier, genau, das kannst du mal mitnehmen. Und das Dämonenblut. Ich glaub, so passt das. So kriegen wir das hin. So. Also, sagt mir doch einfach mal... Das nervt mich. Das nervt mich. Das Ding muss weg. Sagt mir doch einfach mal, was ist der Typ da hinten für eine Figur? Und kann man den umlegen oder nicht? So, wo bin ich jetzt hier? Zitadelle des Triumvirats, Kuraks Höhle.
Nein, nicht noch so ein 3-Sterne-Fuzzi-Kollege. Okay. Ein Schlückchen nehmen. Okay, so, was hat er hier einstecken? Oh, eine vergoldete Harfe. Mein Gott, was es hier alles gibt. Radium, Edelstein, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. So, kann ich den auch wegklöppeln? Wahrscheinlich, ne? Gibt es bestimmt wieder einen Dietrich. Nö. Da gab es einfach mal nichts. So, was hier? Ah, aha. Ach, guck mal. Slave, if you have been chosen to work the aviary, be wary. The winged demons that we use to complete our errands are fed on the flesh from the sacrifice pits, and they see your kind as prey. The aviary allows us to rule our empire, carrying the decrees of the triumvirate across the land. Our beasts feed themselves as they travel, and they are intelligent enough to never lose their way. Like you, bonded one. They make excellent servants. Ah ja. Okay. Verderbnis ist schon echt, die nimmt gerade echt massiv zu, ne? So, bin ich jetzt hier? Ah, hier bin ich, okay. Also irgendwo muss ein Archivar sein. Ist das, vielleicht ist das auch die Figur da unten? Ich habe gerade echt nicht, ich traue mich nicht, den gerade irgendwie anzugraben, weil er sieht nicht so aus, als würde er da nur als Deko stehen. Sondern, dass der echt was zu melden hat, ne? So, mal eben Schlückchen trinken. Okay, wir haben die Schlange platt gemacht. Wir haben die Fledermaus platt gemacht. Also Silberstaub, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, den Rest lassen wir gerade noch mal hier. Was hat er für eine Aufgabe? So. Elfenbein. Also Pilz nehmen wir mit. You've got no chance, mate. So, wenn die jetzt nichts irgendwas Geiles einstecken haben, Braulotuspulver, das nehmen wir auch nochmal mit. Wenn die nichts Geiles einstecken haben, lassen wir sie jetzt einfach stehen. So, da oben ist eine Säule. Oha, der hat mal richtig gesessen gerade. Da sollte ich mir noch mal einen drauf gießen, ne? So.
So, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber mein Hund, mein Odin, der hat sich gerade ganz lieb bei mir neben auf den Boden gelegt. Ach, wenn man einfach auffressen könnte, ne? So, was ist das für eine Säule hier? Obelisk eingestellt, aha. So, was kann ich jetzt damit machen? Kann ich jetzt irgendwas auf der Karte machen? Nee, gell? Also ich glaube, ich brauche diesen Archivar, um diesen Kartentisch herstellen zu können, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder wenn ich das so richtig verstanden habe. So, wo geht's denn hier lang? Archive, Mensch, prima. Lass uns doch noch mal kurz hier reinschauen. Guten Tag, jemand zu Hause? Esoterisches Wissen. Oh, lecker. Silberstein. Wow. Guten Tag. Ja, Leute, ich hab's geschafft, ne? Es scheint doch hier richtig zu sein. So. Wen oder was oder wie oder wo? Ah. Ah, ich hab's geschafft, Leute. Sehr geil. Before the fall, when this kingdom raised knighted pillars of black stone to the sky, I was called the Archivist. Gelernt Kartograf. So. Have you come to seek a way free of the bonding bracelet, human? There is only one chance, and a very slim one at that. You must assemble the items of power that were present at its creation. Aha, verstehe, verstehe, verstehe. The giant kings, the mask of the witch queen, the tears of two races, the star of the champion, the heart of the sands, the shining trapezohedron, and the serpent ring of Set. I fear I set you an impossible quest, human. Okay, dann sagen wir mal auf Wiedersehen. Ja Mensch, das ist ja geil. Aber nicht nur ihm sagen wir auf Wiedersehen, sondern auch die Folge ist für heute schon wieder vorbei und ich finde es geil, dass wir jetzt den Archivar gefunden haben. Ich hatte nämlich null Ahnung gehabt, wo der ist, außer dass der hier in der Stadt rumturnt. Das hilft uns jetzt erstmal so ein bisschen beim Schnellreisen. Wie das funktioniert, werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Das muss ich selber noch ein bisschen ausprobieren. Vielleicht könnt ihr mir da auch nochmal einen Tipp geben. Aber so das erste dicke Ding von der To-Do-Liste können wir auf jeden Fall schon mal abhaken. Da bin ich schon mal ganz happy drüber. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschö, mitte.